Hallo, ich hoffe, dass es dir ganz gut geht. Mir geht es sehr gut. Ich darf heute Golf spielen. Ich spiele ein ganz spannendes Loch. Das ist ein Par 5, Loch 4, 569 Meter von Weiß auf den Lütetsburg Golf Club. Nun, ich bin die nächsten 4 Monate hier in Lütetsburg und ich werde hier arbeiten und auf der Insel Norderney. So, ich freue mich sehr darauf. Und ich möchte dieses Loch mit dir zusammen spielen. Ich möchte sehen, ob du und ich dieses Loch irgendwie überwinden können. Aber bevor ich das tue, möchte ich ein ganz wichtiges Thema ansprechen. Es geht um die ganz vielen Videos über Golf, die man auf YouTube sieht. Nur leider ist es so, dass ich öfters gehört habe jetzt von Golfern, von Schülern, die ganze Information ist zu viel. Das bringt einen durcheinander. Es ist etwas verwirrend. Ich möchte dir erklären, wie du wirklich von diesen Videos profitieren kannst. Du musst aber nur auf folgende Sachen achten. Nummer 1. Ich weiß, die ganzen Videos sehen so interessant aus. Die Titel sind auch so spannend. Zum Beispiel sofort 30 Meter weiter mit dem Driver schlagen oder nie wieder ein Slice spielen. Holz 3 perfekt vom Boden spielen. Da muss man fast anklicken. Kann ich total verstehen. Aber wenn du einen bestimmten Bereich gut beherrschst, wenn du gut mit dem Driver spielst zurzeit, bitte schau dir nicht die Driver-Videos an. Such bitte nur das, was du zurzeit brauchst. Das ist sehr wichtig. Und ja, ich weiß, ich mache auch den gleichen Fehler. Aber such das, was du brauchst. Dann zweitens. Du solltest höchstens 2 Golflehrer auf YouTube folgen. Such YouTuber, also Lehrer aus, die dir gefallen, die deine Sprache sprechen. Kommen sie gleich auf die Sache. Vielleicht möchtest du, dass die Videos kurz sind. Dann sind die besser für dich. Oder vielleicht brauchst du ganz viel Information und du möchtest jedes Teil des Schwunges ganz genau erklärt bekommen. Okay, dann bitte jemand folgen, der Videos über 10 Minuten macht. Ich finde auch, dass sein ganzer Art, Stil, sein Schwung dir gefallen sollte und vielleicht dein Spiel ähneln sollte. Oder das sollte ein Schwung sein, den du wirklich glaubst, dass du auch produzieren könntest. Dann, und ich denke, das ist jetzt der wichtigste oder beste Tipp von an, die YouTuber, die deutschsprachigen YouTuber, die Golf unterrichten, die sind irgendwo in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz zu finden. Und ich finde, du solltest auf jeden Fall dieses Jahr noch dorthin fahren, zu diesem Trainer. Die geben bestimmt alle Stunden und die werden sich freuen, dich zu sehen. Fahr dahin und finde heraus, was genau dieses Konzept deines Lieblingsgolflehrers ist. Und er soll deinen Schwung anschauen. Er soll dir sagen, welche Bereiche du trainieren solltest. Er wird das dann vormachen, dir zeigen. Und wenn du dann später, nachdem du wieder zu Hause bist, wirst du genau ihn verstehen oder sie verstehen. Außerdem, er wird dann oder sie wird deinen Schwung kennen. Du kannst dann danach dich filmen und die Videos zu dem Lehrer schicken. Und er kann sofort sehen, was du falsch machst und sofort dir wichtige Infos geben. So, ich schlage wirklich vor, dass du das tust. Und ja, was wird so eine Videoanalyse kosten? Es wird bestimmt nicht mehr als eine Trainingsstunde kosten, aber es wird viel mehr wert sein als eine Trainingsstunde, weil du die Information auf dein Handy in deine Hosentasche die ganze Zeit hast. Bitte überleg, das zu tun. Ich denke, dass es wirklich dir helfen könnte. Okay, paar Punkte über YouTube. Ich hoffe, dass dir das hilft. Und lass uns mal dieses Loch spielen. Ich werde kalt. Okay, so, das ist erstmal gerade, Dogleg nach links. Rechts ist aus, links ist Wasser. Ja, der Wind ist stark von links nach rechts.
Ich versuche, wenn der Wind von links nach rechts weht, versuche ich immer ein bisschen ein Draw-Gefühl zu haben, dass mein Ball ein bisschen eine Kurve in den Wind rein macht. Der wird schwer nach links fliegen, weil der Wind so stark von links kommt und er wird dann nicht rechts ins Aus kommen. So, ich ziele Mitte bis bisschen links von der Mitte und ich denke, Draw-Gefühl. So, ich schwinge ein bisschen nach außen, vielleicht auch ein bisschen flacher. Okay, noch einmal checken. Ja, ich muss hier Driver nehmen bei 569 Meter, meine Güte. Ich spreche den Ball auch ein bisschen mit der Spitze an und so bin ich gezwungen, vom Körper wegzuschwingen. So, let's do it. Draw-Gefühl. Ja, der ist schön gerade geflogen. Okay, so Teil 1 haben wir geschafft. So, der Sven ist hinter mir, so, er spielt so schnell. Hallo Sven. Hi. Sven ist seit langem ja Handicap 10 guter Spieler, Mitglied in diesem Club und er kennt sich hier aus. So, kannst du bitte mein Caddy sein? Ich versuch's. Ich habe zum Glück das Fairway getroffen und das ist noch sehr weit, oder? Das sind von hier weit. 300. Ja, okay. So, ich nehme wieder Holz 3. Wind von links, so wieder ähnlicher Schwung. Lass mal schauen. So kurz zum Thema Verwirren. Ich finde, die Information, die man da bekommt, stimmt. Die Pros kennen sich da aus. Und, aber was sie da dir empfehlen, ist nicht immer für den gleichen Golfer. Zum Beispiel jemand, der einen Slice, darf ich mal ganz kurz, jemand, der einen Slice macht, für ihn oder für sie wäre es besser, beim Abschwingen ausschließlich die Arme zu senken und hier still zu bleiben. Okay, weil sein Fehler ist das, zu viel nach vorne. Aber ein Hooker, der hier ist irgendwo und der zu viel schiebt, dieser Spieler muss vielleicht den Winkel halten, aber gleich rotieren, ohne zu schieben. Und das sind ja zwei verschiedene Sachen, zwei verschiedene Wege, den Abschwung zu starten. Aber die sind beide richtig. Du musst nur wissen, welchen Fehler du machst und dann wirst du von dem Video profitieren. Okay, so Loch noch nicht vorbei und noch ziemlich weit. Ich messe kurz. 156 Meter. Schön, ne? Ich habe zwei gute Schläge gemacht und habe noch 156. Der Fade ist da, hoffentlich kommt er über den Bunker. Nein, ist kurz vorm Grün, ich muss chippen. Keine optimale Position. Mein Kollege Sven liegt fast tot am Stock. Aber es ist eine weiche Lage, so ich denke, ich kann wirklich durch den Rasen durch weich schwingen. Kann mit leben. Vielen Dank, Sven, und vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Hoffe, es hilft. Tschüss.